Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Leon Gurewitsch flüchtete in jungen Jahren aus Belarus. Mittlerweile ist er ein erfolgreicher Pianist und Komponist und schon früher begeisterte er in der Elbphilharmonie. Und jetzt ist er wieder da am 24. September mit einem neuen Werk mit Träumereien. Und ich freue mich sehr, ihn heute bei uns im Studio begrüßen zu können. Leon Gurewitsch, schön, dass Sie bei uns sind. Ich grüße Sie. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Wie sind Sie denn zur Musik, zum Klavierspiel überhaupt gekommen? Ich war 6 Jahre alt und in diesem Alter ist ganz gut, glaube ich, mit Musik zu beginnen. Meine Mutter ist auch Pianistin, Klavierlehrerin. Und das war kein Zwang. Sie wollte ausprobieren, ob aus mir ein überhaupt Musiker werden könnte. Und nach 3 Monaten, nicht bei ihr, sondern andere Lehrer, aber sehr guten. Und der meinte, ja, also aus dieser Junge könnte was werden. Sie sind also kein Opfer des Ehrgeizes Ihrer Mutter geworden? Nee, das war einfach so ganz natürlich. Also ich habe natürlich mit Musik aufgewachsen und damals war noch kein Internet. Ne? In diesem Sinne, ich konnte noch viele Konzerte besuchen und live anhören und zu Hause war viel Musik. Dann ging ich in eine spezielle Schule für sogenannte begabte Leute, junge Leute, und das war im Prinzip alles rund um die Musik, ganze Zeit, ja. Sie waren im März schon hier mit Silentium. Was war das für ein Werk? Das war ein ganz besonderes Projekt mit geflüchteten ukrainischen Musiker und Musiker aus Deutschland. Als Krieg begann, das hat uns so tief erschüttert, dass ich entschieden habe, ich würde gerne so ein Werk komponieren, was unsere Zeiten reflektiert. Und da kam ein großes Werk, fast 1 Stunde für Klavier und Streichensemble. Und ich habe angefangen, Musiker zu suchen. Und Gott sei Dank, ich habe richtig tolle Leute gefunden. Und mein Anliegen war, dass die deutsche Musik und ukrainische Musiker zusammenspielen. Und ich habe dieses Werk in der Elbphilharmonie in ausverkauften Saal zum ersten Mal gespielt und sogar aufgenommen, auch als CD. Ich freue mich, wenn das auch dieses Werk und Projekt Silentium weiterleben kann. Ja, das wäre großartig. Aber am 24. September sind Sie wieder zu sehen, 19.30 Uhr in der Elfi im kleinen Saal mit Träumereien. Und zwar ist das ein Klavier- und Liederabend mit einer Kollegin, sage ich mal, Olga Peretschiat. Was ist da anders als mit Silentium? Ja, das ist alles anders. Das ist Klavier- und Liederabend. Es klingt zwar klassisch, aber es ist für Publikum wäre wahrscheinlich sehr interessant, denn ich trete nicht nur als Pianist, sondern als Komponist. Den ganzen Abend hören Sie meine Werke. Das ist heutzutage wahrscheinlich nicht so häufig, dass man den ganzen Abend von einem Komponisten hört, aber ich traue das selber auch zu spielen. Und Olga Peretschiatko gilt als eine der größten oder bedeutendsten Opernsängerin unserer Zeiten. Sie singt in der Metropolitan Opera, Covent Garden, Grand Opera, überall. Sie hat auch Anfänge in Hamburg gemacht. Ursprünglich kam sie aus St. Petersburg und sie singt jetzt gerade in Zürich und kommt extra nach Hamburg nur für ein einziger Liederabend und sie singt Premieren von Heine-Lieder und Achmatowa-Lieder. Beide, ich habe das komponiert und Achmatowa-Lieder habe ich an Olga Peretschiatko gewidmet. Kommen wir gleich noch drauf. Sie haben uns netterweise ein paar Bilder von der Probe zur Verfügung gestellt und die wollen wir uns einmal kurz anschauen. Она теперь в надежном месте, поверь.
geht in den Träumereien um Heine-Gedichte. Wie sind Sie zu Heine gekommen? Ich liebe Heine-Gedichte, wie jeder andere. Und ich hatte sogar zu Hause ganz große Band von Heine gehabt, so über 600 Seiten. Und ich habe immer wieder vor 10 Jahren angefangen zu suchen, aha, vielleicht kommt noch ein oder andere Gesicht in eine Frage. Ich habe früher auch andere Dichter vertont, aber nicht Heine. Und dann 2019, ich habe eine ganz große deutsche Sopranistin kennengelernt, Nadja Michael. Sie singt viel Strauss, Salome und so in große Bühnen. Ganz große, wirklich fantastische Sängerin. Und sie war bei uns zu Hause und kam so in die Idee, vielleicht kommt dann noch ein Liederabend oder etwas, was ich schreibe für Nadja Michael. Und so kam ein Zyklus, Träumereien, eine Gedichte von Heinrich Heine, und war Premiere in der Berliner Philharmonie. Wir haben sogar in Leipzig ein Gewandhaus gemacht, aber nie in Hamburg. Und Heine und Hamburg hat eine große Geschichte. Ne? Und ich dachte, wenn dann schon ein Liederabend kommt, dann machen wir eine Hamburger Premiere mit Träumereien von Heine-Lieder. Welche Brücken kann Musik bauen zu den Menschen, die zuhören, oder vielleicht zu Menschen, die auch außerhalb des Konzertsaals sind? Wie wichtig ist sozusagen Musik als Kommunikator? Stellen Sie vor, Musik braucht gar keine Übersetzung. Ich kann Träumereien überall spielen. In Japan, in Afrika, in Osteuropa, in Westeuropa. Alle Leute verstehen Musik. Und das ist die beste Brücke, wo wir dann zusammen mit Menschen aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Abstammungen auf einer Bühne stehen und Musik zusammen machen. Das ist die beste Kommunikation. Mhm. Sie haben uns noch einen Ausschnitt aus einem Konzert mitgebracht. Ja? Und den, ja. Können Sie noch mal ein bisschen sagen, was Sie gleich spielen? Das gucken wir nämlich auch noch einmal an. Das ist sogar eine Raritätaufnahme. Das Stück heißt Vocalis. Da gibt es keinen Gesang, aber ich spiele das mein eigenes Werk am Flügel. Und ich werde auch diese Stücke, was Sie hören, auch beim Konzert spielen. Eines der besten Konzerthäuser ist ja die Elbphilharmonie. Wo spielen Sie denn sonst noch gerne? Ich spiele überall, wo Leute mich einladen. Also, ob es ein großer oder kleiner Saal. Ich habe mein Debüt 2017 in Carnegie Hall in New York gemacht. Da spiele ich natürlich auch gerne. Aber genauso in Elbphilharmonie, Leisthalle, Berliner Philharmonie, Gewandhaus. Also ich spiele für kleines und großes Publikum. Also, ich freue mich, wenn auch junge Leute natürlich kommen zum Konzert. Was inspiriert Sie als Komponist? Was führt Sie sozusagen an den Flügel, um dann was zu komponieren?
Sehr gute Frage. Das frage ich mich erstmal selbst. Das ist eine so mysteriöse, das kann man nicht in Worte befassen. Das ist so, es kommt ein Blitz, es kommt etwas, so Inspiration, ob es etwas, was ich erlebt habe, oder inspiriert mir ein Musiker oder Sängerin oder das, was ich demnächst machen würde. Ich mache keine großen Skizzen oder Pläne. Also ich gehe am Flügel, ich habe nur Blatt Papier, Bleistift und das, was auf meinen Kopf kommt, kommt sofort auf Papier. So wie vor 300, vor 400 Jahren Komponisten haben, mache ich das auch. Und das, was die Leute am 24. September in der Elbphilharmonie erleben, das ist, dann kommt auch viele Premieren. Das ist die Stücke, die noch nicht irgendwo gespielt wurden. Mhm. Zum Beispiel Schumann-Variationen. Das ganz neue Stück. Ich habe jetzt vor 2 Monaten komponiert, ein virtuoses Stück. Dann kommt Paganini-Variationen auch und natürlich Heine-Lieder und Achmatova-Lieder. Ist sozusagen das Konzert am 24. September für jeden geeignet oder muss man sozusagen musikalisch oder klassisch groß vorgebildet sein? Nee, Gottes Willen. Also muss man einfach nur Weg zur Elbphilharmonie finden. Das ist, glaube ich, nie so schwer. Und einfach offen für alles sein. Ich habe wirklich große Erfahrungen gemacht mit Leuten, die noch nie beim Konzerten waren und die sitzen zum Beispiel vorne und beobachten, ah, wie ein Pianist spielt, ach toll, also seine Hände oder also diese Live-Erlebnis beim Konzert, das ist die allerwichtigste. Also man kann das nicht mit Instagram oder Facebook vergleichen, ne? Wo Leute ganz schnell, sondern Leute, die sitzen elektrisiert und das ist die große, glaube ich, Geschenk, was wir heutzutage noch haben für Leute, die beim Konzert kommen. Und ich freue mich natürlich, wenn jeder kommt und macht dann ein Bild vom Konzert und vielleicht postet etwas. Also, ja. Also ein musikalischer Hochgenuss erwartet uns am 24. September in der Elbphilharmonie, genau, im kleinen Saal. Es treten auf Leon Gurwitsch und, jetzt muss ich nochmal nachgucken, Olga Peredjatschko, richtig? Olga Peredjatschko. Peredjatschko, ich übe mal ein bisschen. Liebe Zuschauer, ja, das war's von Nachgefragt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.